Er sagte, einer der Wachtürme außerhalb des Bergfrieds. Der da vielleicht? Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es der eine hier vorne ist, der offen ist. Wobei das auch dumm möglicherweise jetzt. Dummerweise der einzige ist, der offen ist. Der hier? Ich glaube, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Welcher Turm zur Hölle? Weil jetzt der richtige. Einer von denen war doch offen. Wie kann es sein, dass ich jetzt den offenen nicht mehr finde? Vielleicht ist es wirklich... Ich weiß es nicht. Alle werden sich jetzt an den Kopf fassen. So, oh mein Gott, ist der doof. Aber... Ich soll den Rauchzeichen folgen. Das habe ich gemacht. Bis zum bitteren Ende. Dennoch... ist keiner dieser Wachtürme... dafür geeignet. Oh, Glück gehabt. So habe ich das Gefühl zumindest. Dieser Wachturm hier ist verschlossen. Dieser Wachturm hier... da geht es überhaupt nicht rein. Der braucht nicht verschlossen zu sein, weil es überhaupt keinen Eingang für gibt. Wie ich das sehe? Nein. Gibt es hier noch irgendwo ein Rauchzeichen? Nee, das ist das letzte. Das sind die letzten zwei Rauchzeichen. Es muss irgendwo da hinten sein. Es ist außerhalb, also es ist nicht in diesem großen Gebäude. Es muss in einem der Wachtürme sein. Ich muss da hoch wieder. Ich muss definitiv wieder auf das große Dach. Und von da aus mich irgendwie koordinieren. Hier geht's nirgends rein. Nee. Dann mal wieder in den großen. Groß, in Anführungszeichen. Eine Heilung nehmen wir da noch mit. Vielleicht ist es wirklich einer von diesen Türmen hier. Zu denen wir natürlich nicht reinkommen. Nein. Oh. Okay, das ist ein bisschen lächerlich. Aber es sind Ninjas, also vielleicht auch nicht. Da oben sind noch. Rauchzeichen. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Oh mein Gott. Jetzt wollen sie es aber wirklich wissen, oder? Ich will da rüber. Geht. Ich muss oben. Also sprich hier. Einmal rasten, bitte. Hallo? Dann... Alles klar.
Das ist natürlich eine Möglichkeit. Dass es halt echt nicht oben, sondern ganz unten ist. Okay, ich versuche den blauen Samurai zu treffen. Sieht sogar ziemlich gut aus, wo ich hier bin. En garde, meine Freunde. En garde. Okay, hier, das sieht ganz nach einem Shortcut aus. Eventuell etwas, was ich noch gar nicht öffnen konnte. Ich habe anfangs gar nicht daran gedacht, da in dem Turm. Ach, das war hier, wo ich gegen den einen Samurai gekämpft habe. Ja. Gut zu wissen. Was haben wir hier? Was Verstecktes? Ne. Leber, das ist ziemlich widerlich, muss ich sagen. Ein altes kann die Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden? Das ist nicht schlecht. Ist zwar nicht das, wonach ich gesucht habe, aber ist auch irgendwie logisch, weil er gesagt hat, unterste Ebene. Jetzt ist trotzdem noch die Frage, wo ist Ishin? Einst hatte ich ja gedacht, dass es der alte Mann wäre. Der in dem Tempel hockt. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist aber die Frage, wer ist es sonst? So in etwa. Wer treibt hier seine Spiele mit uns? Nein, ach komm. Nicht rasten, reisen. Ja. Hierher bitte. Ich muss ja irgendwie diesen Dingern folgen können. In einem der Türme. So, da ist das erste. Das ist offensichtlich zu sehen. Es muss da drüben sein. Es muss da drüben sein. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht anders vorstellen. Weil das, was hier ist, das ist ja nur hier. Rauchzeichen, Rauchzeichen, da ist ein Rauchzeichen. Das ist off! Ich würde sagen, das probieren wir einfach nochmal ganz von neu. Ohne hier großartige Kickack zu machen. Geladene Axt. Auf ein neues. Ich werde mal diesen Bereich hier weiter erkunden. Diese Möglichkeit, dass es vielleicht doch wirklich hier drin ist. Schon. Hey, hey, hey. Ich bin hier der Meister, ja?
Jetzt sind wir hier. Hier können wir... Ist das ein... Nee, hier geht's nicht nach unten. Aber sobald ich hier quasi den Bereich verlasse, ist es ja kein... Ist es ja nicht mehr der Wachturm. Das ist ja... Das ist ja der Witz dabei. Aber ich habe das Gefühl, dass es hier sein muss, weil dieses Ding mich hierher führt. Doch wenn ich hier reingehe und dann wieder zurückgehe, bin ich ja trotzdem wieder im Bergfried drin. Das macht ja wenig Sinn. Theoretisch geht es jetzt hier weiter nach unten. Es muss irgendwo da unten sein, aber ich kann es zur Hölle nicht finden. Aber ich... Ja, keine Ahnung, ich muss es einfach nochmal probieren. Oh mein Gott. Oh. Nice! Ich mache hier einfach mal einen Umweg, damit mich die Viecher dort nicht sehen. Ist er denn da drüben vielleicht? Oh mein Gott. Wie schlecht. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, was das gerade war. Aber natürlich, der hat das gesehen, ja. Hä? Oh. Ach so. Das geht natürlich. Das ist absolut legitim. Wenn ich jetzt hier hochgehe, ist die Frage, sieht er mich? Natürlich nicht. Weil er doof ist. Nächstes da. Ich muss allerdings darüber. Sonst könnte ich gesehen werden. Von hier sehe ich kein weiteres Links. Das führt mich komplett von ganz oben hier rundherum bis im Endeffekt hierhin. Und das ist das Ende quasi. Der randaliert halt ein bisschen. Was ihm Spaß macht. Ich komme da jetzt nicht so hoch, nee. Also er hat gesagt, was er gesagt hat war, dass er von diesen Nachtschwalben-Typen beschützt wird. Und die benutzen ihre Fährte, also die versehen ihre Fährten mit diesen Rauchsignalen. Jetzt ist die Frage, ist das hier der Anfang oder das Ende? Wenn das nämlich das Ende ist, ist da, wo der Typ mich rausgelassen hat, nämlich das an der Anfang. Und da sitzt er ja wohl nicht drin, weil da sitzt ja der andere schon drin. Vielleicht muss ich darüber. Oder dieser Turm da drüben. Der sieht auch so aus, als ob der eventuell bewohnbar wäre. Sprich, dieser Turm hier.
Schwer zu sagen, weil ich nicht weiß, wie ich darüber kommen soll. Darüber wäre eine Möglichkeit. Müsste ich erstmal. Wenn ich jetzt springe, schaffe ich den Sprung? Allerdings, wenn ich hier rüber springe. Ich muss es probieren. Naja. Das war auf jeden Fall schon mal nichts. Hier ist aber ein Eingang. Was zur Hölle? Ach nee. Guck mal ihn an. Ich bin etwas ratlos. Wenn ich das mal so sagen darf. Also, ich gehe nochmal genau durch, was er denn sagt. Okay, Ishin soll ich finden. Gibt's Sinn. Holt sich in einem der Wachtürme außerhalb dieses Bergfelds und folge den Rauchsignalen der Nachtschwalben. Also er sagt spezifisch, dass ich den Signalen folgen soll. Das ist meine Aufgabe. Nicht einfach nur Faxen machen, sondern vielleicht meint auch diese Reihe hier von Rauchsignalen. Sag bloß... Was? Nee, das kann's nicht sein. Ja, aber da ist zu. Hä? Das hatten wir schon. Das kann's nicht sein. Der versteckt sich hier hinter. Okay, auf dieser Seite gibt es keine Rauchsignale. Das heißt, hier ist es auf jeden Fall nicht. Da drüben, da war ich gerade. Vielleicht ist es auch nicht dieser Wachturm, sondern dieser Wachturm. Also, der da. Allerdings ist dann wiederum die Frage, wie komme ich da rein? Da es keinen offensichtlichen Zugang gibt. Er sagt, folge den Rauchsignalen. Er sagt, das ist Kacke. So, hier, von hier sehe ich aber keins mehr. Oh mein Gott, oh Gott. Nee, das ist das hier. Das hier ist das Ende. Ich bin den Rauchsignalen gefolgt. Und da geht's nicht weiter, obwohl... Hier eine Treppe ist.
Ich habe das Gefühl, dass er da oben drin ist, allerdings komme ich da nicht rein. Und andersrum gesehen ist das hier auch der Bergfried und nicht einer der Wachtürme außerhalb. Ich gehe nochmal darüber. Oh mein Gott. Oh Gott, das war knapp. Wo haben wir denn hier? Keinen Eingang zu sehen. Weder hier noch ganz unten. Oh mein Gott. Könnt gerne hier rüberkommen. Ich will wirklich ungerne nachschauen, wo ich hin muss. Aber ich weiß nicht, ob ich sie jemals finden werde. Ganz ehrlich. Er sagt, ich soll den Rauchdingern da folgen. Den Rauchsignalen. Allerdings führen mich die Rauchsignale nirgendwo hin. Das ist es ja. Das ist ein bisschen so, ja. Suboptimal. Ach, das muss doch nicht sein, oder? Was ist das denn? Jetzt bin ich wieder ganz hier unten. Oi, oi, oi. Ich bin ratlos. Da führten die Dinger hin. Ich soll denen folgen. Dieses hier? Oh, wo ist denn das andere? Dort. Oh, wo ist denn das andere? Dort. Aber da geht's nicht weiter. In diesem Turm ist niemand drin, der sich nirgendwo ausruht. Vielleicht eine Geheimtür, die ich übersehen habe. Irgendwie. Kann ja auch sein. Es ist so dumm. Wie zur Hölle könnt ihr mich sehen? Wie? Ach, leck mich doch. Ist doch okay, Alter. Leute. Ganz ruhig. Ach, komm schon. Geheime Tür? Irgendwo? Nein.
So, und in diesem Moment, wo ich hier rüber gehe, bin ich schon nicht mehr im Wachturm. Also. Kann es auch nicht richtig sein. Weil dahinter sind nämlich die zwei. Die zwei, ne? Blauen Samurais. Ja. Es ist definitiv. Es sei denn, ich bin echt zu blöd.